herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich fahre gerade noch ein paar Paletten rüber und dann werde ich da aber für den Moment erstmal Feierabend machen und werde eventuell dann nach Hause fahren, die Sämaschine ankoppeln und ein bisschen 60.000 haben wir da drin, 32.000, ein bisschen ansehen fahren. Oder warte mal, wir gucken mal noch kurz bei der Holzkohle rein. Wir haben auch noch zwei Paletten. Volker Varuna, hallo. Hallo? Ja? Jo, ich wollte nur Bescheid geben, dass es den Bauhof nicht mehr gibt. Wie? Ja, der ist aufgelöst worden. Warum? Man lohnt sich nicht mehr. Ich Wieso? Bin auf den Blaubeerhof gewandert. Wie? Ich bin auf den Blaubeerhof gewandert. Machst du jetzt mit denen gemeinsame Sache oder was? Ja. Petition mache ich trotzdem noch weiter und Service mache ich auch weiter. Okay. Aber von welchem Hof aus? Ich bin jetzt fest auf dem Blaubeerhof. Ja, aber wenn ich jetzt eine Inspektion brauche, wo muss ich hinkommen? Rufst du kurz vorher an und dann muss ich gucken, welche das ist. Je nachdem, entweder beim Blaubeerhof, wenn es was Kleineres ist. Ansonsten beim Händler wahrscheinlich. Okay. Interessant. Und warum? Ja, der Bauhof, der lohnt sich nicht mehr. Wir haben da so eine kleine Marktlücke gefunden. Wir drei sind zu dritt und wollen jetzt richtig durchsteigen. Was heißt denn Marktlücke? Ja, Marktlücke kann man das nicht direkt nennen. Sondern? Ja, wir steigen durch. Ja, was heißt durchsteigen? Gehst du aufs Dach oder was? Nee. Kaufen alles. Wie alles kaufen? So viel Geld habt ihr doch gar nicht. Doch. Wirst du sehen. Gleich ist schon die Hälfte Blaubeerhof. Hey, Spaß. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall bei denen mit dabei, ne? Mhm. Wenn ich Bescheid weiß. Ich bräuchte dich auch nochmal. Für? Ja, ich will vielleicht auch nochmal was kaufen. Wenn jetzt diese Woche noch ein bisschen günstiger ist. So, ja. Sag mir mal gerade an, was die Holzscheide kostet. Holzscheide. 20.448. Da gehen aber noch was von ab. Das ist ja Prozente. Kostet 22.176. Netto oder brutto? Alles drum und dran. 22.176. Wie rechnest denn du? Davon sind die 20% abgegangen, dann 5% Steuern oben drauf und 5.000 Gewinn von mir. Nochmal. Du rechnest ja 20% runter. Ja, bist du bei 16.358. Ja, und dann rechnest du wieder 10% drauf. Nee, 5%. Ja, dein Gewinn und die Steuern. Steuern sind 5%. Ja? Ja, bei Kauf, ja. Ja? Haben wir damals runtergeregelt, ja. Ja, und 5% von 16.000 sind wie viel? Plus 5%, plus 5.000.
Komm schon auf 22.176. Ach, 5.000, dein Festpreis da für die Grundbuchdinger-Geschichte. Ja. Ach so. Okay, jetzt. Okay. 22, sagst du? 23. 22.176, ja. Hm. Davon geht aber 20.000 irgendwas noch ab und dann kriegst du noch was gut geschrieben. Okay. Nee, kriegst nichts gut geschrieben. Und wie schaut's mit der Metallverarbeitung aus? Metall? Willst du jetzt hier Metall machen oder was? Ich will einfach mal wissen, was das kostet. Kostet 184.600. So viel? Ja. Weißt du, was das für Maschinen sind? Ja, ja, ich hab's mir vorhin mal kurz angeschaut. Oder vorgestern, glaube ich. Monster. Okay. Also nix, okay, tipptopp. Ja? Die Holzverarbeitung, die wird mich, die Holzscheide, die wird mich noch interessieren. Ja. Ey, kannst du da mal einen Termin machen? Ja, Ende der Woche. Vorbeikommen. Jo, dann kommst du einfach rüber. Ja, ich komm einfach vorbei. Gut. Bis dann mal. Jo, tschüss. Tschö. Alter, die Metallverarbeitung, dass es so teuer ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die Holzscheide ist gar nicht mal so dumm. Weil dann würde ich Holzscheide produzieren. Für die Gemeinde. Und die Holzkohle, die ist vom Preis her besser. Und da habe ich ja noch einiges auf Lager, sehe ich gerade. Würde ich dann nehmen, um damit Geld zu verdienen. Also 7 Paletten sind ja dann 7 Paletten 4 mal 7 sind 28. 28 geteilt durch 0,4 oder mal 0,4 besser gesagt, sind ja auch dann jedes Mal ein paar tausend. Es könnte sich lohnen. Da in die Holzscheide zu investieren. Aber ich brauche, glaube ich, mal noch einen gescheiten Anhänger. Und ich werde jetzt tatsächlich erstmal nach Hause fahren und gucken, dass ich das Feld angesät bekomme. Weil wenn ich das nicht angesät bekomme, dann bringt mir das alles hier nichts. Wir haben hier genügend Vorrat. Und ich muss gucken, dass ich... Weil das Feld, das wächst einfach so nebenbei.
absolut gräuslich, hier heute zu fahren. Zu viel Traktion. Oder zu wenig, je nachdem. Warte mal. Mal gucken, ob mich der Neumann gleich zurückruft. Zwölf, 150 mal 12 sind 1500. Ob das der mich noch nicht angerufen hat wegen dem Wald? Hier müsste ich ja eigentlich noch Baumstümpfe entfernen. Aber solange der sich nicht meldet, ist mir das egal. Voll aus. Na, reicht jetzt auf jeden Fall erstmal. Ja, kreislich, 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 kreislich. Das soll ich erstmal Geld sparen für ein zweites Feld. Nee, ich glaube nicht. Ich muss gucken, dass ich über die Produktion Geld krieg, weil die laufen so nebenbei. Würde ich jetzt fast behaupten.
was der. Was der Razix jetzt mit den Blaubeeren vorhat. Da bin ich mal gespannt. Ich müsste eigentlich mal probieren. Ob ich beim Diesel ein Schweinchen gratis krieg, weil ich ihm ja immer meine zur Zucht zur Verfügung stelle. Das wäre doch mal eine Idee. Also ich habe ja 10 Schweinchen gekauft diese Woche, weil ich gesagt habe, der Gewinn, den ich aktuell aus den Wurst- und Steakwaren rauskriegt, der ist ja 15.000 oder 13.000, je nachdem, so ungefähr. Und deshalb dachte ich, ich reinvestiere genau diesen Geldbetrag wieder in neue Schweinchen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das sich ausgeht. Vin Diesel? Ja, Volker Varuna, ja, hi. Hi. Hattest du die 10 Schweine jetzt schon abgeholt? Ja. Okay. Wie viele Schweine kannst denn du nachzüchten in 2 Wochen? 2 bis 3. Okay. Ich weiß natürlich, dass es dir ein bisschen Geld kostet, die Schweine da hochzufüttern. Ja. Und auch gerade ein bisschen Zeit. Weil irgendwie habe ich nicht wirklich Zeit, mich gerade um mein Feld zu kümmern. Das ist bei mir genauso. Ich bin jetzt auch gerade mal am Düngen. Okay, aber ja, da müsste ich gleich nochmal mit dir was besprechen. Ich könnte ja gleich zu dir hochkommen. Jo, das wäre perfekt. Gut, dann komme ich gleich zu dir hoch. Gut, ich bin gerade auf der 109 am Düngen. Ja, alles klar, komme ich gleich hoch. Gut, danke. Gerne. Ciao. Ciao. So, das finde ich gut, wenn der vorbeikommt, dann können wir das persönlich bequatschen und der Jürgen wird wahrscheinlich auch dann gleich noch um die Ecke schauen. Aber für den Moment bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.